So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Nummer 1. Und das ist hier die neue 1er-Box. Wer hier rauskommt, ist Spitzenreiter. Eine junge Dame, die das letzte Mal noch gar nicht dabei war, unter den ersten 20 noch nicht mal dabei war. Und nun von 0 auf den ersten Platz nach oben geschossen ist. Wenn ich jetzt hier ganz leise klopfe, dann klopft ihr Herz noch mehr, denn das klopft viel mehr, als ich jetzt klopfen könnte. Wenn ich jetzt anklopfe, sie hat gesagt, Onkel Heck, bitte nicht zu oft klopfen, das macht mich nervös. Das verstehe ich. Ich klopfe ganz zart. Was hört ihr jetzt da hinten nämlich nicht? Guten Abend. Hast du gemerkt, wie das Publikum eben überrascht war? Gedacht, wer kommt da jetzt raus? Andrea Jürgens. Der Titel, der ganz nach oben kam, Andrea, ich habe vorhin die Mutti beobachtet. Die Mutti hat dir vor dem Auftritt so eine kleine Thermosflasche gegeben und du hast ganz schnell einen Schluck getrunken. Was war denn das? Kamillentee. Das dachte ich mir. Wenn man Jürgens heißt, kann man nur Kamillentee trinken, nicht? Der Udo hat auch eine große Karriere gemacht, nicht nur durch den Kamillentee, sondern durch Stimme. Die hast du auch, durch Begabung, die hast du auch. Jetzt wollen wir keine Vorschusslorbeeren verteilen, die hat das Publikum schon verteilt, denn sie hat dich, das Publikum hat dich auf den ersten Platz gewählt. Durch Verkauf kann er eigentlich gar nicht besser werden, nicht? Ich hoffe, das bleibt so. Toi, toi, toi. Pass auf, Vorsicht, so, das ist der Hit-Lift, so haben wir den jetzt getauft. Dieser Lift fährt jetzt nach oben, hast du Lampenfieber? Sag ich mal, bisschen. Och ja, mit richtig kalte Händchen. Und das gehört dazu, Lampenfieber gehört dazu. Wer jetzt da eben oben gelacht hat, der hat hier oben noch nie gestanden. Den stellen wir mal dahin, wenn wir Zeit hätten, nicht? Der lacht da oben. So, wer das nicht mehr hat, meine Damen und Herren, wer sollte aus diesem Beruf aussteigen, der Lampenfieber gehört ganz einfach dazu. Toi, 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 drückt dir die Daumen. Andrea Jürgens von 0 auf den ersten Platz und dabei liebe ich euch beide. Ausnahmsweise heute mal richtig Zeit. Dann machen wir uns ganz gemütlich, nicht? Jetzt fühlst du dich wohl, was? Ja?
Jetzt zitterst du gar nicht. Mal gucken. Alles weg. Ist das schön, ein schönes Gefühl, nicht? Wenn man es so richtig dann geschafft hat, dann ist alles plötzlich ganz ruhig. Ich habe eins noch vergessen, meine Damen und Herren. Wenn Sie eine Postkarte anfordern und sagen, wer Nummer 1 wird, die Adresse habe ich Ihnen gesagt, aber wenn Sie etwas Gutes tun wollen, dann sollten Sie die Wohlfahrtsmarken der Freien Wohlfahrtspflege verwenden. Das wäre eine gute Idee, die wir Ihnen sagen wollten. Andrea, wir haben Zeit, habe ich gesagt. Ein paar Sekunden, ein paar Minuten. Möchtest du jemanden grüßen? Es gibt ja oft Menschen, die immer so Fernsehen gucken, nicht? Wenn die irgendwo sitzen, winken immer so. Du darfst das jetzt. Runde 20 Millionen Menschen hören jetzt deinen Wunsch. Wen möchtest du grüßen? Meine Oma und mein Opa und mein Bruder. Oma, Opa und Bruder. Noch jemanden? Du wohnst wo? Oma, Opa, Bruder, das klingt nach Ruhrpott. Ja. Wo wohnst denn du? In Wanne-Eickel. In Wanne-Eickel, die haben den schönen Mond da, nicht? Der Mond von Wanne-Eickel. Möchtest du die Lehrerin noch grüßen, oder? Oder sieht das nach Bestechung aus? Ich möchte meine Lehrerin und meinen Lehrer grüßen. Aha, und wie heißt der Lehrer? Burgsmüller. Der Fußballer? Ah, nicht der. Ich dachte schon, der Burgsmüller, das wäre ein Knaller, nicht? Der Kuno Klötzer sitzt gerade hier, der hat schon hat gleich gesagt, über die kriege ich den Burgsmüller auch noch. Nee, Andrea, pass auf, also der heißt Burgsmüller und Lehrerin wolltest du auch noch grüßen? Ja, ist Trinkaus. Wie war das? Fräulein Trinkaus. Fräulein Trinkeis. Bitte? Fräulein Trinkaus. Trinkaus. Eine gute Idee, meine Damen und Herren, zum Schluss der Sendung, wenn Sie es austrinken möchten. Wir müssen das auch, glaube ich, langsam tun. Alles Gute. Was machst du denn am 3. April? Das ist ein Montag. Hast du Schule eigentlich, nicht? Ja. Ja, was machst du denn jetzt, wenn du also am 3. April wieder dabei sein solltest, was ja passieren kann? Gehst du denn zum Lehrer und sagst mal lieber, Burgsmüller, wollte nur sagen, geh zum Singen nach Berlin. Adios, oder was machst du da? Ja, dann kriege ich frei. Also. Kriegst du frei? Jetzt kommt mein Sohn garantiert auf die Idee und sagt, ich will Sänger werden. Das schwöre ich Ihnen. Dann kriegst du frei und der Lehrer sagt, okay, sie singt und ist stolz auf dich. Ja. Was hast du denn so in Rechnen in der Klasse? Befriedigend. Befriedigend. Und in Singen? 1, ne? Nein, wir haben noch nicht lange Singen, also Musik. Aber da hast du gesagt, ich mache das zu Hause mal so im Privatunterricht und daher hast du so eine Riesenröhre, nicht? So eine Riesenstimme. Das ist mir noch nie passiert in 102 Sendungen. Das finde ich auch sehr schön, dass man einmal richtig plaudern kann am Schluss mit einer so zauberhaften jungen Dame. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, Andrea. Toi, toi, toi. Ein hübscher Titel, fand ich. So, dann kommen wir, meine Damen und Herren. Klaus, alles klar? Prima. Dies war wieder Ihre deutsche Hitparade, ermittelt von Media Control. Kamera Norbert Zinkand aus Hahnheim. Jens Jüttner, Alexander Gordon, Dieter Gossow, Udo Herzmann, Manfred Schäbstadt. Bildschnitt Barbara Hein und Ulrike Meissner. Bildtechnik Hans-Ferdinand Schirmack. Ton Dieter Miklay. Technische Leitung Ralf Grobecker. Szenenbild Joachim Tschetschenga. Produktionsleitung Eberhard Klein. Redaktion Gundula Walter. Regie wie immer Turk Brands. Und das war auch wie immer eine Sendung des... Bitte. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.